Gut, dann will ich mal jetzt beginnen, und zwar sehr früh beginnen. Es fängt eigentlich an, wenn man sich das CO2 mal anschaut, das haben wir schon ziemlich lange in der Atmosphäre, und zwar zu unterschiedlichen Konzentrationen. Hier ist mal eine Skala von 1 Milliarde Jahre dargestellt, und Sie sehen, dass das Kohlendioxid hier braun dargestellt am Anfang und im Präkambrium, also in der Erdfrühzeit, einen sehr beachtlichen Anteil hatte, nämlich 15% in der Atmosphäre. Und wenn man das weiterverfolgt, hier nach rechts jetzt geht, ich hoffe, nicht geht das Ding jetzt heute hier. Ja, ich kann es auch, dann muss ich es halt so zeigen. Dann wird dieser Anteil immer schmäler und heute ganz rechts an der rechten Seite ca. 0,04%. Von 15 auf 0,04, das sind im Laufe der Erdgeschichte ein Faktor 400, wo das CO2 jetzt abgenommen hat. Das ist schon enorm. Natürlich war zu dieser Zeit, als wir 15% CO2 hatten, war kein Menschenleben möglich. Das ist ganz klar. Der Mensch kam ja erst in der letzten Eiszeit, und in der vorletzten Eiszeit trat er auf die Bühne, und das ist ganz rechts hier. Also wir brauchen schon sehr viel Sauerstoff, aber es muss immer noch ein Anteil von Kohlendioxid da sein, was ich gleich noch zeigen werde. Sonst funktioniert halt diese Lebensgemeinschaft von Flora und Fauna dann nicht mehr. Und wenn die mal gestört ist, dann geht nichts mehr. Wenn die Flora versagt, dann ist die Fauna auch hinfällig und umgekehrt genauso. Diese gegenseitige Abhängigkeit, die möchte ich gleich nochmal rausstellen. Ja, Sie sehen also, hier hat sich eine ganze Menge getan in den letzten 1 Milliarde Jahre. Und hier jetzt die Gründe will ich mal anführen. Hier haben wir nochmal ganz kurz, wie es vielleicht in Erdkundebüchern Ihnen auch bekannt ist, auf der linken Seite nochmal die Erdgeschichte, in ganz groben Zügen. Und ich begründe mal ganz schnell, warum eigentlich das CO2 so abgenommen hat, zum Vorteil von O2. Sauerstoff hat zugenommen und CO2 abgenommen. Erstens, die vulkanische Aktivität ging zurück im Laufe der Erdgeschichte und damit auch die CO2-Emissionen von Vulkanen. So eine gewaltige CO2-Emission, die auch heute noch bei einem Vulkanausbruch in die Atmosphäre losgelassen wird. Das sind Tonnen CO2, die in ein paar Tagen dann in die Atmosphäre eindringen. Das war also in der Vergangenheit genauso, vielleicht sogar noch schlimmer. Heute sind Vulkanausbrüche im Vergleich zur Erdgeschichte eigentlich viel seltener. Das war mal ganz anders. Der zweite Grund ist, dass die Pflanzendecke sich ausgeweitet hat im Paläozoikum, und zwar ganz erheblich. Und dadurch mit zusammenhängt auch die Photosyntheserate der Pflanzen. Photosyntheserate gehe ich gleich nochmal ein. Das ist einfach der Prozess des Kreislaufes zwischen O2 und CO2. Werde ich gleich noch ein bisschen darauf eingehen. Ja, und der Sauerstoffgehalt hat dann, wenn das CO2 zurückgeht, dann zugenommen, sodass also dieses Rad sich anfing zu drehen. Und der dritte Grund, der Hauptgrund wäre, die Weltmeere haben sich ja langsam abgekühlt. Mit dem Abkühlen der ganzen Erdoberfläche haben sich auch die Weltmeere entsprechend abgekühlt. Und wenn Wasser abkühlt, große Mengen Wasser, dann können Sie hier, wie Sie sehen, nehmen die immer mehr Kohlendioxid auf. Und wenn es warm würde, wenn es umgekehrt wäre, in der Warmzeit würde das CO2 wieder ausgegast werden, ne? Das CO2, was hier drin ist, würde ich, wenn ich das hier warm mache, rauskommen. Und wenn es kalt ist im geschlossenen System, würde es auch wieder in Lösung gehen. Ja, das sind eigentlich ganz einfache Gründe, aber die sich über Jahrmillionen abgespielt haben, über die letzten 800 Millionen Jahre. Und jetzt gehen wir mal auf die letzten 2 Millionen Jahre, schon deutlich weniger. Wie sieht es da aus? Da hatten wir also, das Grüne ist jetzt Stickstoff, 79% Stickstoff, das ist heute immer noch so. Wir haben ungefähr 0,025% CO2, das war jetzt während der Eiszeiten. Heute ist es 385 oder etwas über 385, und 21% Sauerstoff. Und was man hier sieht an dieser Grafik jetzt, das sind die letzten 5 Millionen Jahre jetzt eigentlich hier nur genommen, dass bei 2 Millionen Jahren ungefähr, hier an dieser Stelle, da beginnt so eine Wellenbewegung. Das sind also die Eiszeiten im Pleistozän. Und das hat also erstmal stutzig gemacht, dass hier im Maximum der Eiszeiten eigentlich immer der CO2-Gehalt relativ gering war, und er hat zugenommen in den warmen Zeiten. Das haben viele dann benutzt und sagen: Ah, da haben wir schon wieder so einen Beweis, ne? CO2 und Temperatur, das geht ja, hängt ja direkt voneinander ab. Wir werden dann gleich noch sehen, dass das nicht so ganz so einfach ist. So, also diese Schwankungen hier, das ist eigentlich nur, was sich da widerspiegelt, oder widerspiegelt, ist das Verhältnis, die Änderung von O2 zu CO2. Und zwar mit der Änderung von Warmzeiten und Kaltzeiten. Das geht also miteinander, hängt miteinander zusammen.
Ja, wie ich vorhin schon sagte, jetzt gehen wir mal zurück, Flora und Fauna. Das ist eine Lebensgemeinschaft, die voneinander abhängt, die nur funktioniert, wenn die Flora intakt ist und die Fauna ebenfalls. Die Flora hier, die ganze Pflanzenwelt, mit der Photosynthese, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das heißt, genau genommen, CO2 nehmen die Pflanzen auf aus der Atmosphäre und geben Sauerstoff ab. Und genau der umgekehrte Prozess findet bei uns Menschen und Tieren statt. Wir nehmen nämlich das CO2 auf und atmen, wir nehmen Sauerstoff auf und atmen CO2 aus. Also diese Abhängigkeit ist lebensnotwichtig. Und wenn irgendwo eine Störung eintritt, dann bricht das System auf beiden Seiten hier zusammen. Auf unserer Seite ist es die Atmung, die das O2 in CO2 verwandelt, und bei der Flora ist es die Photosynthese, die den umgekehrten Prozess durchführt. Ja, dann kommt natürlich noch die Technik dazu. Und jetzt hören wir uns mal das Angebot an. Sauerstoff haben wir gesehen, ungefähr 20% Sauerstoff haben wir in der Atmosphäre. Das ist ausreichend, viel zu viel eigentlich. Wir kämen mit weniger aus. Mit 10% Sauerstoff würden wir gar nicht merken. Manche Leute bekommen 100% Sauerstoff, dann sind die irgendwie krank. Aber es reicht, also 20 sind wir gut mit bedient. Wir haben also ein Sauerstoffüberangebot sozusagen. Wie sieht es bei den Pflanzen aus? Wenn hier ist auf der anderen Seite bei der Flora, da haben wir ein CO2-Angebot, wie schon vorhin erwähnt, von 0,038%. Das ist im Vergleich zum Sauerstoff sehr, sehr wenig. Aber es scheint zu reichen, es funktioniert. Das Gleichgewicht zwischen Flora und Fauna kann so aufrechterhalten werden, mit diesen unterschiedlichen Zahlen eigentlich. Das Problem ist nur, was viele Botaniker und Biologen auch wissen, dass wenn man das weiter absinken würde, das CO2, also auf 0,01 gehen würde beispielsweise, 0,02 hatten wir schon mal, und wenn es noch tiefer gehen würde, dann kriegen die Pflanzen, die Bäume hier ein Riesenproblem, weil dann nicht mehr genügend CO2 zur Verfügung steht. So ungefähr, wenn uns Menschen der Sauerstoff ausgeht, ersticken wir. Und wenn die Pflanzen einen CO2-Mangel vorfinden, dann ersticken die ebenfalls. Weil die brauchen das CO2, sonst funktioniert die Photosynthese nicht. Und wenn dann die Pflanzenwelt, wie gesagt, nicht mehr arbeiten kann, die Photosynthese zusammenbricht, dann sind wir auf der anderen Seite natürlich auch verloren, weil wir diesen Sauerstoff ja brauchen, den wir ständig aufnehmen, den die Pflanzen wieder produzieren und erneuern. Ja, das Angebot, werde ich noch später darauf zurückgehen, wenn es jetzt größer wird, was ja vorausgesagt, das CO2 steigt ja immer, wie wir wissen, ich will es gleich nochmal genauer zeigen, was dann passiert. Wenn jetzt CO2 zu wenig da ist, ist es schlecht, und wenn CO2 zu viel da ist, das wollen wir mal schauen, was dann in dem Fall passiert. So, Schlusseffekt, oder im Endeffekt kann man sagen, heute leben wir in einer sauerstoffreichen und kohlendioxidarmen Atmosphäre. Es dürfte ruhig ein bisschen mehr sein. Das wird natürlich die Leute, die Klimawandel nicht erfreuen, wenn das hören, aber jeder Botaniker kann es bestätigen, dass wir an der Untergrenze mit dem CO2 uns bewegen. So, was ist das jetzt mit der Photosynthese? Die Photosynthese ist jetzt ein ganz komplizierter Vorgang, das kann ich hier unmöglich erklären, ich bin auch kein Fachmann auf dem Gebiet, aber ich sage Ihnen mal ganz kurz diese Netto-Reaktionsgleichung. Was passiert eigentlich? Aus CO2 und H2O wird über Lichtenergie, H mal μ soll hier die Energie sein, C6H12O6, also Zucker eigentlich, hergestellt, und Sauerstoff. Und dann ist eine gewisse Energie da, die notwendig ist, pro Mol, um überhaupt diesen Prozess stattfinden zu lassen. Das hat man vielleicht mal in der Schule gelernt, weiß nicht, oder ist schon lange her, dass man es vergessen hat. Also in Sätzen ausgesprochen, aus Kohlendioxid und Wasser entsteht über Energiezufuhr, dieses H mal μ da oben, also in Form von Licht. Licht ist ja ganz wichtig für die Photosynthese. Traubenzucker, also Glucose, und Sauerstoff. Das ist also das, was passiert bei der Photosynthese. Und das ist, was die Pflanzen eigentlich am Leben erhält. So, mit der Absorption von Licht korreliert also die Photosyntheserate. Ist das Licht ausreichend da, funktioniert das ganz gut, und ist natürlich ausreichend CO2 da, dann kann das Ganze ungestört ablaufen. Ja, jetzt mal einen kleinen Blick in die aktuelle Forschung, CO2 und Temperatur. Was ist da geforscht worden von der Frau Wagner? Das ist eine Deutsche, die in Amsterdam, schon seit vielen Jahren in Amsterdam arbeitet. Ich fasse jetzt nur mal zusammen die wichtigsten Ergebnisse, die ganzen Forschungsarbeiten, das würde ja hier den Rahmen sprengen, sondern die Kernsätze, die aus diesen Forschungen resultieren, die fasse ich hier mal ganz kurz zusammen. Indizien für starke Schwankungen des CO2-Gehaltes der Atmosphäre am Ende der letzten Eiszeit, 8000 before present, werden durch Untersuchungen an fossilen Blättern bestätigt. Zunächst mal, das ist also schon mal richtig wissenschaftlich bestätigt worden.
Und dann im Miozän, das ist also in der Mitte des Tertiärs ungefähr, vor 16 Millionen Jahren, ist das also an solchen Blättern nachgewiesen. Wenn Sie sagen, die hatten solche alten Blätter, wo kriegt man die her? Die würden natürlich längst verrottet sein, die sind natürlich aus Einschlüssen, die irgendwo im Moor oder irgendwo im Eis vielleicht eingeschlossen sind. Da macht man mal Altersbestimmung und dann kann man also sehen, dass die eben aus dem Miozän stammen. Und dann kann man eben sehen, wie viel CO2 da beteiligt war. Jetzt kommt das, was ich mir rausgesucht habe, ein schönes Zitat. Aus diesen Erkenntnissen, die da gewonnen wurden, sagt jetzt die Frau Wagner, wir müssen noch einmal über die Ursachen der Kohlendioxidänderung und ihre Verbindung zur Änderung des Erdklimas nachdenken. Also offenbar ist man da schon stutzig geworden, oder Frau Wagner mit ihrer Gruppe stutzig geworden, dass da ein neuer Denkansatz nötig ist, wenn man offenbar vorher was ganz anderes geglaubt hat. Und ein weiteres Zitat hier aus der Gruppe. Wir haben Belege, die darauf schließen lassen, dass der Anstieg des Kohlendioxid die Folge steigender Temperaturen und nicht deren Ursache gewesen ist. Und das ist schon ein ganz wichtiger Satz, der eigentlich den Klimawandel, und so nenne ich ja die Leute, die behaupten, der Mensch würde das Klima ändern, ins Gesicht schlägt. Denn da, die haben ja verbreitet bis vor kurzem noch, dass eigentlich das CO2 die Ursache ist für Temperaturerhöhungen. Nun sieht man hier, dass umgekehrt ist, dass also das Kohlendioxid sozusagen hinterher hinkt. Und das hat man aus anderen Ergebnissen ebenfalls gefunden. Das ist also nicht eine einseitige Geschichte hier. Da kommen auch also noch andere Dinge dazu. Aber bleiben wir noch zunächst mal bei dem CO2 und dem Einatmen des CO2s an den Blättern. An der Blattunterseite sitzen diese sogenannten Stomata. Das sind Öffnungen, durch die das CO2 sozusagen eingeatmet wird von der Pflanze. Und wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man also im Miozän, das war also Mitte des Tertiärs hier, im früheren, mittleren und späten Miozän, wie man diese Kurven gemessen hat anhand dieser Blätter, die man gefunden hat. Und jetzt eben festgestellt hat, dass es hier eine Schwankung gibt, dass also der Stomata-Index, das heißt, wie viele Stomata wurden da gefunden, einfach abgezählt, ausgezählt, da hat man gefunden, dass also in Zeiten, in denen das CO2 sehr gering vorhanden war, also geringer da war, dass die Zahl der Stomata da gestiegen ist. Da liegen ja immerhin doch 4 Millionen Jahre dazwischen hier. Eine ganze Menge, die von einem Fund zum anderen zu verzeichnen sind. Und interessant ist also, wie die Natur darauf reagiert. Geht irgendwie das CO2 in der Atmosphäre zurück, bilden die Pflanzen mehr Stomata. Das heißt, es ist ein Zeichen für Erstickungsangst. Also werden mehr Stomata gebildet, das machen die Pflanzen ganz alleine, um eben zu überleben, eine Überlebensfunktion. Wir brauchen mehr Stomata, damit wir mehr Kohlendioxid aufnehmen können. Und umgekehrt läuft das genauso. Wenn also das Kohlendioxid reichlich vorhanden ist, geht die Zahl der Stomata nach ein paar Millionen Jahren dann wieder zurück. Das braucht man nicht so viele. Wir sehen, wie anpassungsfähig das Leben eigentlich ist an die vorgefundenen Bedingungen, die herrschen. Wenn da Millionen Jahre dazwischen liegen, hat ja die Natur Zeit genug, sich auf die jeweiligen Verhältnisse einzustellen. Dann würde der Sauerstoff knapp werden, müsste sich der Mensch auch irgendwie verändern. Und das passiert das von der Natur aus ganz alleine. In Millionen Jahren hätten wir ja Zeit für sowas. Wenn das von heute auf morgen passiert, dann ist so eine Anpassung nicht möglich. Über diese Anpassung komme ich am Schluss nochmal auf diese Anpassung zu sprechen. Gut, dass die Temperatur natürlich mit dem CO2, das habe ich vorhin schon gesagt, so eine ähnliche Kurve bildet. Ist das CO2, ist viel CO2 da, haben wir hohe Temperaturen, ist wenig da, haben wir geringere Temperaturen. Das aber, wie ich vorhin ja schon sagte, ist nicht die Temperatur folgt aus dem CO2-Angebot, sondern wir haben gesehen, umgekehrt läuft es ab. Und dazu möchte ich noch ein paar Belege hier zeigen. So, jetzt geht's weiter. Da sind hier diese Daten ganz anders gewonnen, nicht keine biologischen Daten, sondern Daten aus Eisbohrkernen, aus der Antarktis. Und diese Kurve hier, die hat vor, wann war das jetzt inzwischen schon 7, 8 Jahre her, hat die großes Aufsehen erregt. Weil als Geograf und Geowissenschaftler hat man gelernt, dass die Eiszeiten überhaupt nichts mit CO2 zu tun hatten. Da gab es ganz andere außerirdische Einflussfaktoren, die die Eiszeiten bestimmt haben. Jetzt kam diese Kurve hier raus. Also der Zusammenhang, die blaue Kurve ist Temperatur und die rote CO2-Konzentration. Jetzt wurde die ganze Geschichte neu aufgerollt und siehe da, das alte Wissen, was ich auch gelernt hatte an der Universität, schien jetzt in Frage gestellt und man hat gesagt, nee, Moment mal, die Eiszeiten sind entstanden durch schwankende CO2-Gehalte. Haben wir wenig CO2?
dann wird es kälter und viel CO2, was ja jetzt auch behauptet wird. Wenn CO2 steigt, wird es wärmer. Ne? Das war natürlich wunderbar, dieser Beweis. Und schon war die alte Theorie von Milankovic erstmal weggefegt. Ja, das blieb aber nicht lange so. Wenn so schön diese Kurve übereinstimmt, ne? Tiefe Temperatur, wenig CO2, steigt das CO2 an, steigt die Temperatur an. War natürlich sehr schön. Hier sehen wir die Eiszeiten, Weichsel, die letzte Eiszeit, Saale, die vorletzte Elster und die Kromer-Eiszeit und dazwischen immer die Warmzeiten. Ja, aber dann kam die Entdeckung, das hat nicht lange gedauert, Sie sehen, es ist 1999, doch schon ein bisschen länger, als ich geschätzt habe, so schnell vergeht die Zeit, hat man ein paar Jahre später gemerkt, dass die Temperaturkurve um ca. 600 bis 1000, müsste ich eigentlich stehen, vorauseilt. Das heißt, zuerst ändert sich die Temperatur und dann reagiert das CO2. Ähnlich, was die Biologin ja auch schon behauptet hatte. Auf einem ganz anderen Weg gefunden. Also diese logische Kette war völlig unlogisch. Sie muss also Ursache und Wirkung, muss sozusagen rumgedreht werden. Und hier haben wir den ersten Beweis, das war also diese erste Kurve, die da auftauchte und bewiesen hat 2001, das waren so zwei Jahre später nach dieser Kurve, und da sehen wir die Verschiebung. Erst steigt die Temperatur, dann steigt der CO2-Gehalt. Und beim Umkehren ist es genauso. In der Dryas-Zwischenkaltzeit, die wir da hatten, war genau dieser Effekt zu sehen. Auf dieser großen Skala, die ich vorhin gezeigt habe, sind diese 600 Jahre natürlich nicht aufgefallen. Weil da hat man eine Skala von 100.000 Jahren, da fallen ja 600 Jahre gar nicht auf. Deswegen hat man es da gar nicht erstmal gemerkt. Erst als sie genauer untersucht haben, haben gesagt, da ist eine Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Kurven. Und deswegen stimmt die ganze Theorie nicht, von wegen mehr CO2 und dann steigt die Temperatur. Also das musste dann schleunigst geändert werden. So, und jetzt komme ich zu der Kurve, die eigentlich allen bekannt ist. Diese Kurve hat, wie manche Leute sagen, die Welt verändert. Weil auf dem Mauna Loa von 1958 an das CO2 gemessen wurde von dem Chemiker Charles David Keeling. Auf einem Lavafeld auf Hawaii hat er also seine Messgeräte aufgestellt, wobei es gar nicht so einfach ist, CO2 aus der Atmosphäre direkt zu messen. 0,04% oder 0,038% zu messen ist gar nicht so einfach. Da hat sich also einen ganz komplizierten Apparatismus, sage ich mal, ausgedacht, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Und dann in eine Formel reingebracht. Mit der Formel hat dann diese Kurve gezeichnet. Also es ist eine ganz komplexe Entstehungsgeschichte. Ich sage das deswegen, weil diese Kurve zunächst als ein Faktum angesehen wurde. Das ist so und kam hinzu mit diesem steigenden CO2, das also jahreszeitlich schwankt. Das zeige ich mal eben, warum. Im Frühjahr ist man hier oben an so einem Peak. Dann fällt es zum Herbst hin ab. Das CO2 wird weniger und das Ende der Vegetationsperiode ist dann die Kurve unten und hier im Herbst geht es dann wieder sozusagen dann wieder auf zum nächsten Frühjahr, sodass man so eine jahreszeitliche Überlagerung hat. Gut, das liegt natürlich an der Vegetation, am Vegetationszyklus, dass die Vegetation ja einmal grün ist, ne, wie wir alle wissen, im Sommer und dann im Winter ist sie weitgehend ja blattlos, bis auf eben die Koniferen. Ja, jetzt war also das Ergebnis 385 ppm, sozusagen Mitte 2008. Inzwischen sind es vielleicht 390 ppm geworden. Es steigt also langsam weiter, diese Kurve. Unbeeindruckt steigt sie weiter. Jetzt habe ich diese Kurve mal verglichen, mal etwas gedrückt, damit sie die beiden Zeitskalen so vergleichbar überhaupt werden. Also von 1982 bis 2006. Da sehen wir wieder oben diese Kohlendioxidkurve, das auf und an und zunehmen und abnehmen und dann von 340 bis über 385 jetzt angestiegen ist, wie das langsam also ansteigt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und wenn ich jetzt mal die Welttemperatur vergleiche, hier unten, und es würde jetzt der Zusammenhang bestehen, steigendes Kohlendioxid treibt die Temperaturen hoch, dann müsste ja unten genau so eine Kurve eigentlich, so eine ähnliche Kurve zu sehen sein. Wie Sie sehen, ist das aber nicht. Im Gegenteil, ich habe jetzt mal diese Phasen, Temperatur geht immer rauf und runter, ein ewiges Auf und Ab. Es ist gar nicht so eine glatte Kurve wie das Kohlendioxid, sondern ständiges, alle paar Jahre geht das Trend nach unten, dann kommen ein paar Jahre, wo der Trend nach oben geht, auch immer über Zickzackkurven, niemals geglättet, sondern der Mensch muss dann mit Mathematik diese Kurven glätten. Und dann sehen Sie, habe ich jetzt mal diese Ellipsen hier dargestellt, so ein umzingelt diese Bereiche, in denen die Temperatur abgenommen hat, wo es ein abnehmender Trend war, über mehrere Jahre hinweg.
manchmal über 2 Jahre, über 4 Jahre oder über 6 Jahre. Und dann steigt die Temperatur wieder an, dann fällt sie wieder, dann steigt sie wieder. Also nicht jeder einzelne Peak, sondern immer so eine Tendenz. Anstiegstendenz und Abstiegstendenz. Und das kann man ja schon als so kleine Zyklen so mal bewerten. Das ist zwar noch nicht Klima, aber da spielt sich irgendwie das Wetter hier wieder. Und diese Abnahme und Zunahme der Temperatur scheint hier irgendwie mit dem Kohlendioxid überhaupt nicht übereinzustimmen. Es sei denn, man glättet die Kurve so stark, was natürlich gemacht wurde, wie hier unten, diese Kurve hier. Und dann hat man so einen steigenden Trend drin. Auch der stimmt aber auch nicht überein mit der Kohlendioxidkurve. Auch da sind wir vor allen Dingen ab 2004 oder 2002 ist die Temperatur, manche sagen schon ab 2000, nicht mehr angestiegen. Wenn Sie mal schauen hier ab 2000, da pendelt das immer rauf und runter, aber es kommt nicht mehr zu dem typischen Anstieg. Und viele sagen auch seit 2000, wenn man diese Kurve sich anschaut, stagnieren die Temperaturen und sie nehmen sogar ab. Das, was ich vorhin gesagt habe, es wird eigentlich kälter. Ne? Genau hier haben wir den belegt. Das war das mit der Eiszeit, woraus man das vielleicht schließen könnte. Aber so weit will man gar nicht gehen. Das sagen die Geologen. Als Klimatologe sage ich, es gibt dafür einen Hinweis, einen ganz vagen Hinweis in den letzten Jahren. Ob das wirklich zu einer Eiszeit führt, das müssen wir mal abwarten. Die Tendenz jedenfalls muss da sein. Wir hatten in den letzten 600.000 Jahren immer wieder Eiszeiten, Kaltzeiten. Warum sollte da plötzlich damit Schluss sein? Wenn das von außen gesteuert ist und nicht vom Kohlendioxid gesteuert ist, muss dieser Zyklus ja irgendwie weitergehen. Und da sind sich viele Geologen sicher, dass wir nicht am Ende dieses Auf und Ab Eiszeit, Warmzeit angekommen sind, sondern dass es irgendwie weitergeht. Die Frage ist nur, wann geht das ab in die nächste, sozusagen runter die Temperaturkurve, in die nächste Kaltzeit? Wir hatten schon mal so eine Phase, das war 1940 bis 1970, da wurde es schon kühler. Ich kann mich erinnern, da war in einigen Zeitschriften wie Spiegel und anderen, war der Kölner Dom abgebildet und da kam so ein Gletscher und versuchte, den so umzufahren. Das heißt, die neue Eiszeit kommt. Vielleicht können Sie an dieses Titelbild erinnern, das ist immer noch im Internet verfügbar. Und jetzt gibt es Bilder, wo also hier das Hochwasser kommt im Kölner Dom, der untergeht, die Hitzewelle kommt. Sie sehen, wenn so kleine Trends da sind, deswegen Vorsicht, das sind Wettertrends zunächst mal, noch keine wirklichen Klimaereignisse, allenfalls Klimasignale, aber keine Klimaänderung, dann kann man das sozusagen nach dem jeweiligen Großwetterlage schon den Leuten dramatisch vorführen. Entweder kriegen wir jetzt Hochwasser und kriegen eine Hitzewelle, die nicht mehr aufhört, die Klimakatastrophe oder wie vor 30 Jahren, dass es einfach kälter wird, wenn die neue Eiszeit kommt. Jetzt geht's wieder, darauf will ich hinaus, schon wieder seit 2000 so langsam nach unten, wie man hier sieht. Es geht so deutlich runter, das hatten wir bisher noch gar nicht, dass viele sagen, ja jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt da. Es wäre natürlich schön, wenn diese glatte Zahl 2000 denn eine neue Eiszeit einleiten würde, aber so weit möchte ich gar nicht gehen. Dass sowas kommt, ganz sicher, die Frage ist nur wann. Also vor 30 Jahren war es nicht der Fall, jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo es runtergeht. Mal abwarten, was daraus wird. Das kann man wirklich nur, wenn man eben längerfristig beobachtet. Und ja, und jetzt kommt das Problem eigentlich mit dieser Mauna Loa-Kurve. Wir haben gesehen, dass die von 280 bis 380 ppm gestiegen ist. Aber es gibt hier James Kendall, der Untersuchungen gemacht hat und festgestellt hat, bereits 1916, schon sehr früh also, war schon mal das Kohlendioxid auf 353 ppm. Das schlägt natürlich der Mauna Loa-Kurve mitten ins Gesicht. Würde bedeuten, wenn das stimmt, dann ist die Mauna Loa-Kurve irgendwie falsch. Und die hat jeder geglaubt. Da waren wir alle fest von überzeugt. Ich muss sagen, ich habe es auch geglaubt. Ja, was wollte man anders machen? Nachprüfen konnte ich es ja auch nicht. Also hat jeder es geglaubt, das Kohlendioxid steigt. Jetzt gibt es aber Untersuchungen, die sagen, das hat man schon früher mal, 353 ppm. Und zwar sagt er noch plus minus 12. Das gibt eine Genauigkeitsangabe an. Und das ist für einen Wissenschaftler natürlich sehr schön, wenn er sagen kann, 353 plus minus 12. Das heißt, das sind seine Sicherheiten, die er mit seiner Untersuchung feststellen kann. Ja, und das ist das nämlich aus dem angeblichen 280 ppm des 19. Jahrhunderts, die heutigen 365 wurden. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Ja, und diese Arbeit ist interessanterweise, man muss immer beobachten, nicht das Ergebnis, sondern wie reagiert die Öffentlichkeit auf so etwas. Die Wissenschaftler und vor allem die Politik. Diese Arbeit wurde dem Bundesumweltamt Klimaforschung, ich habe es mal in Anführungszeichen gesetzt, die sogenannte Klimaforschung, und Journalisten vorgelegt. Sie wurde kommentarlos ignoriert. Man geht gar nicht erst darauf ein.
Das wird also einfach ignoriert und beiseite geschafft. Das Problem ignorieren wir einfach. Ne? Ja, ich habe jetzt mal folgendes Experiment gemacht, damit man das ein bisschen anschaulich wird. Mal die Kurve hier gezeichnet von 1958, wie Sie es ja vorhin gesehen haben, bis 2005 hier. Und wenn man die jetzt zurückverlängert, muss das ja auch so gestimmt haben in etwa. Und sich jetzt mal 1916, das habe ich ja gar nicht drauf, das geht links nur bis 1934 hier oder bis 1930 so ungefähr. Und wenn ich also zurück wollte nach 1916, muss ich noch viel weiter nach links gehen. Muss ich jetzt noch einen Meter oder zwei oder anderthalb nach links gehen. Dann kriege ich 1916 drauf und da soll es bereits 353 ppm gewesen sein. Und das markiert dieser Pfeil. Wenn das stimmt, wenn dieser Wissenschaftler seriös gearbeitet hat, und dann kann ich von ausgehen, wenn es veröffentlicht wird, gibt es ja viele Leute, die schauen sich das genau an, dann schlägt das hier also der Mauna Loa-Kurve, wie ich schon sagte, mitten ins Gesicht. Dann ist irgendwas an dieser Kurve nicht richtig oder an dieser Untersuchung stimmte nicht. Zumindest gibt es Gegenstimmen jetzt zu dieser weltberühmten Mauna Loa-Kurve. Ein kleiner Ausflug, ich möchte mal zurückkommen zum CO2. Ich zeige hier mal als kleinen Exkurs einmal die Biomasse und die Energiegewinnung aus verschiedenen Energiequellen in Deutschland. Das ist also nur Deutschland hier, aus dem Jahre 2008. Und da ist die Biomasse, die habe ich extra hier mit einem Pfeil markiert, zu 3,6% vertreten. Also auch aus Biomasse wissen wir, kann man Energie gewinnen. Wie viel? 2008 war es 3,6%. Nicht wahnsinnig viel. Schauen wir uns mal den Preis an. Zu 14 Cent pro Kilowattstunde kann man also immer noch aus Biomasse Energie gewinnen. Das wird ja auch gemacht heute. Zum Vergleich, ohne jetzt auf diese Diskussion hier eingehen, das wird uns zu einem anderen Thema führen, aber vielleicht ist es ganz interessant. Zum Vergleich, die Photovoltaik nur zu 0,6% an der Energieerzeugung beteiligt und hier kostete 2008 die Kilowattstunde 50 Cent. Die Windkraft schafft es immer mit 9% und wenn wir jetzt mal andere sehen, die Wasserkraft 5 Cent pro Kilowattstunde, Kernenergie 3,9 Cent pro Kilowattstunde, Braunkohle das gleiche, Steinkohle ein bisschen mehr. Ja, das können wir uns raussuchen, wie also die Energie bereitgestellt werden sollte in Deutschland. Aber ich sage nur, um das Thema hier zu beenden, nicht zu sehr zu vertiefen, am besten ist immer so ein Energiemix, wie es so schön heißt, von allem irgendwas haben, dann ist man nicht irgendwie einseitig festgelegt und man sollte sich weder auf die Photovoltaik noch auf die Windkraft, auf die Biomasse festfahren. Übrigens, Kernenergie, ohne dass, ich habe es schon mal erwähnt an dieser Stelle, ich bin kein Befürworter der Kernenergie, sie hat Vorteile und Nachteile. Bei uns 23% wird sie in Strom umgewandelt. In Frankreich, wissen Sie vielleicht, sind es 80%. Und wir kommen von diesem französischen Strom auch eine ganze Menge rüber. Also man muss mal überlegen, ob das wirklich eine Zukunft ist oder keine. Werde ich auch an dieser Stelle schon gar nicht beantworten, aber es ist ein eigenes Thema für sich. Denn was ich zeigen will, dass eben die Biomasse auch interessant ist. Und wenn wir mehr Biomasse haben, können wir vielleicht auch mehr zu Strom verstromen von dieser Biomasse. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie sieht das aus. Und ich bringe jetzt mal einige Ergebnisse aus der Vergangenheit, Forschungsergebnisse. Wie sieht das aus mit mehr CO2 in der Atmosphäre? Vorhin habe ich gesagt, weniger sollte es nicht werden. Das könnte kritisch werden. Also bitte nicht unter 100 ppm, sonst haben die Pflanzen eben Probleme. Wenn aber die CO2-Rate steigt, verbessert es das Pflanzenwachstum. Das haben also viele Institute nachgewiesen. Wenn man also zum Beispiel hier davon ausgeht, für die Untersuchung wurde die für das Jahr 2050 erwartete Atmosphäre mit 550 ppm, erwartet man also, dass es noch weiter steigt, kriegt man also nicht irgendwie einen Griff des CO2. Solange es die Temperatur nicht beeinflusst, können wir ja sagen, okay, dann haben wir eben mehr CO2 in der Atmosphäre, was den Pflanzen ja gut tut. Unter diesen Bedingungen zeigt sich jetzt Folgendes. In der Fruchtfolge Gersten, Weizen, Rüben, das haben wir hier in Deutschland sehr weit verbreitet, legen die Biomasseerträge um rund 10-15% zu. Also, wenn wir das CO2 weiter steigern könnten. Je nach Anbauperiode gaben die Pflanzen dabei 5-20% weniger Wasser über die Spaltöffnungen ab. Also die Pflanzen reagieren darauf sehr wohl auf CO2 und es gibt ja diesen berühmten CO2-Düngungseffekt. Auch der ist hinreichend untersucht worden. So, in einem weiteren Versuch hat sich gezeigt,
dass die Pflanzen bei Trockenstress in normaler Atmosphäre dann 85 ppm CO2 rund 28% weniger niedrige Erträge brachten. In CO2 angereicherter Atmosphäre lag der Ertragsverlust dagegen nur bei 11%. Das heißt, es bestätigt sich auch andersrum. Man kann es auch andrehen in dieser Kurve, wie man will. Immer kommt das gleiche Tendenzchen, das gleiche Ergebnis raus. Sozusagen die Ergebnisse belegen jetzt eindeutig, dass die Pflanzen bei höheren CO2-Konzentrationen in der Luft das Wasser effizienter nutzen können. Das heißt, effizienter nutzen heißt, die Pflanzen können es richtig aufblühen, ne? Richtig gedeihen. Sie können mit dem Wasser besser umgehen. Wasser ist ja ganz wichtig für die Pflanzen. Ausgenommen natürlich, muss man hier gleich dazu sagen, wenn das CO2 jetzt steigt und die Temperatur steigt auch, das ist ja fraglich, Zusammenhang ist jedenfalls nicht da, dann könnte natürlich das Ergebnis verfälscht werden, wenn es einfach zu warm wird. Gehen wir in die Sahara, ne, da haben Pflanzen keine Chance. Natürlich klar, das darf man nur natürlich unter gleichen Bedingungen. Muss ich unter unseren Bedingungen jetzt untersuchen, wenn ich mehr CO2 einbringe ins Gewächshaus, dann gedeihen die Pflanzen besser. Wenn ich aber das Ganze bei 40 Grad mache oder bei 60 Grad Dauertemperatur, dann haut es natürlich nicht mehr hin. Das sagen die Kritiker oft, ne? Das stimmt ja gar nicht. Oder wenn ich zum Beispiel die Feuchtigkeit wegnehme, wenn kein Regen mehr fallen würde, dann stimmt es natürlich auch nicht mehr, weil die Pflanzen ja angewiesen sind auf das Wasser. Also unter diesen gleichen oder vergleichbaren Bedingungen muss ich das schon machen. So, das hat man also schon bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass die CO2-Konzentration der Atmosphäre durch das Wachstum der Pflanzen sehr stark anregt. Verursacht durch die nachgewiesene Zunahme der Photosyntheserate. Also wie ich schon sagte, die Photosynthese kommt dann richtig in Gang. In Gewächshäusern ist also bekannt diese sogenannte CO2-Düngung. Auch das ist eine alte Jacke eigentlich, hat man schon lange gemacht und früh erkannt, dass wenn ich in einem geschlossenen Gewächshaus CO2 jetzt einleite, Temperatur und Feuchteverhältnisse lasse, dann kann man also richtig sehen, dass die Ertragszunahme hier bei Baumwolle 200% betrug und bei anderen Pflanzen bei der Verdopplung also 15-30% zugenommen hat. So, allerdings muss man da genau jetzt ein bisschen differenzieren. Das kann man nicht so ganz wie alles, ne, kann man nicht so pauschale Aussagen treffen, muss man ein bisschen genauer hinschauen. So, die aquatische Biomasse hat damit nichts zu tun, das ist klar. Also die Wasserpflanzen sind davon nicht betroffen, weil die ja das nicht so wie die Landpflanzen, dass die Photosynthese so funktioniert. So, man muss also unterscheiden jetzt zwischen C3-Pflanzen und C4-Pflanzen. Sie werden gleich sehen, dass es ganz wichtig ist. So, bei der Photosynthese, da laufen also Prozesse ab, die das CO2 einbinden in die Pflanze. Und das ist die sogenannte Robisco-Reaktion. Die gibt es innerhalb der Pflanzen. So. Es entsteht dabei eine instabile biochemische Zwischenstufe, die zerfällt in die Moleküle. Und ich will es ganz kurz machen hier. Es sind dabei immer drei Kohlenstoffatome beteiligt. Deswegen heißt das C3-Pflanzen. Dann gibt es aber noch Pflanzen, wo das sind C4-Pflanzen, wo vier Atome beteiligt sind. Erstmal kommt jetzt hier zum Nachzählen, ne? Das ist die Strukturformel für diesen Vorgang hier. Da sehen Sie, dass also wie alles in der Chemie ziemlich komplex ist. Aber in der Mitte können wir ganz leicht abzählen, also so drei Kohlenstoffatome sind hier beteiligt, nennenswert beteiligt. So, jetzt die C4-Pflanzen, dann haben wir sie eigentlich schon alle. So, in der Uratmosphäre konnte sich dieser Prozess sozusagen zunächst bevorzugt ablaufen. Haben wir vorhin erklärt, warum die Uratmosphäre etwas anders war als die heutige Atmosphäre. So, dann hat sich, wie wir gesehen haben, die Atmosphäre ja langsam in der Zusammensetzung geändert. Und dadurch kam jetzt die Sache mit den C4-Pflanzen zum Tragen. Gehalte, sag ich mal, und eine steigende Sauerstoffkonzentration war zu verzeichnen. Jetzt konnte also zusätzlich eine Oxalacetatmoleküle hier beteiligt werden bei der Photosynthese, die jetzt aus vier Kohlenstoffatomen besteht. Auch hier ein Bildchen dazu. Sieht ein bisschen anders aus. Hier sehen wir also diesen ganzen Prozess. Das sind jetzt vier Kohlenstoffatome bleiben und deswegen heißen diese Pflanzen, die so aufgebaut sind, C4-Pflanzen. Das muss man natürlich berücksichtigen, weil das Verhalten, die Reaktion dieser C3- und C4-Pflanzen auf CO2 ganz unterschiedlich ist. Deswegen muss man hier einfach differenzieren und kann das nicht über einen Kamm scheren. So, was sind das C3-Pflanzen? Ein paar Beispiele. Getreide, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel, Reis. Also das sind die Pflanzen, die bei uns hier angebaut werden, in mittleren Breiten, auch in Deutschland. Also die Pflanzen, die bei uns hier eine große Rolle spielen, als landwirtschaftliche Produktion, für die landwirtschaftliche Produktion zur Verfügung stehen.
Die C4-Gruppe dagegen ist als Pflanzen, als Nutzpflanzen betrachtet, ist das Hirse, Mais, Zuckerrohr, ne, und so weiter. Und da sieht man schon, das ist nicht bei uns hier, sondern ist in den sogenannten Entwicklungsländern vorrangig angebaut. Das heißt, bei uns haben wir die C3-Pflanzen und also in Entwicklungsländern überwiegend, also das ist auch nicht so hundertprozentig jetzt zu nehmen, überwiegend sind es die C4-Pflanzen dort. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die reagieren, die C3-Gruppe und die C4-Gruppe der Pflanzen auf ein Überangebot oder ein zunehmendes Angebot von Kohlendioxid, dann sieht man einen erstaunlichen Unterschied. Das eine ist jetzt, wenn man es rot gemacht, die C4-Pflanzen, und das Grüne bleibe ich jetzt mal bei den C3-Pflanzen, dann sieht man also die C4-Pflanzen, also das waren die Pflanzen in den Entwicklungsländern, C3 bei uns, wie die sich verhalten, wenn man den CO2-Gehalt von heute 385 oder 390 ppm beispielsweise verdoppeln würde. Also auf irgendwas unter 800, knapp unter 800. Und dann sieht man Folgendes, dass diese C4-Pflanzen, jetzt muss ich mal hier reingehen in die Grafik, einen kleinen Zuwachs haben im Vergleich zu heute. Also ich steigere immer mehr CO2, das verdoppelt sich, dann haben die C4-Pflanzen eine geringe Zuwachsrate, wie man sieht, dieser kleine Pfeil hier. Bei den C3-Pflanzen ist dieser entsprechende Pfeil, ich mache mal hier raus, ist das hier wesentlich mehr. Also von dieser Stelle bis zu dieser. Also das heißt, die C3-Pflanzen profitieren viel mehr von einem höheren CO2-Angebot als die C4-Pflanzen. So, das ist natürlich ganz wichtig. Ich meine, schlimm ist, wenn man jetzt sieht, aha, wenn das CO2 sich verdoppeln würde oder zunimmt, dann sind die Entwicklungsländer sozusagen die Verlierer und wir wären eigentlich die Gewinner, weil unsere C3-Pflanzen sich besser entwickeln und davon profitieren. Mehr profitieren jedenfalls als die C4-Pflanzen. Die haben auch noch einen Gewinn, aber Sie sehen, das lenkt sich ein. Wenn ich jetzt immer weiter steigern würde, den CO2-Gehalt, dann tut sich bei C4 nichts mehr. Dann sind die sozusagen am Ende gesättigt. Mehr an Biomasse kann nicht mehr produziert werden, während bei C3 geht das immer noch ein Stückchen weiter. Und der Knackpunkt sozusagen ist, was ich vorhin erwähnt habe, diese 500 oder 550 ppm. Die liegen also genau hier, wo die beiden Kurven sich schneiden. Von da an bei 500, da sind wir ja noch lange nicht, von da an haben dann die C3-Pflanzen dann den Vorteil gegenüber den C4-Pflanzen. Die haben sozusagen überholen die. Im Moment haben wir, wie gesagt, 385 und wenn das bei 550 ist, dann ist ungefähr dieser Gleichstand erreicht. Aber da sind wir eigentlich noch weit genug von entfernt. Ja, jetzt komme ich noch zu einem weiteren unangenehmen Kapitel. Für einige unangenehm, für andere angenehm. Jetzt vergleichen wir mal nicht C3 und C4, sondern zusätzlich Nutzpflanzen und Unkräuter. Und da sieht es jetzt so aus. Während in Industrieländern die meisten Nutzpflanzen der C3-Gruppe angehörten, was ich ja vorhin schon sagte, überwiegen bei den Unkräutern bei uns die C4-Pflanzen. Also wir haben auch C4-Pflanzen, das sind bei uns keine Nutzpflanzen, sondern Unkräuter. Das wäre ja schön, ne? Dann die C4-Pflanzen, wenn die Unkräuter sich alleine dezimieren, immer weniger werden, unter steigendem CO2, da brauchen wir gar nichts mehr zu tun, nicht mehr viel zu tun. Während die C3-Pflanzen, die Nutzpflanzen natürlich boomen. Ja, dummerweise ist es aber in den Entwicklungsländern genau umgekehrt. Das sind eben die C4-Pflanzen, die Nutzpflanzen, die C3-Pflanzen. Überwiegend, muss ich sagen. Bitte nicht genau wörtlich nehmen, überwiegend die Unkräuter. Dass die den Effekt haben, wenn das CO2 weiter steigt, dann haben die mehr Unkräuter oder müssen mehr gegen Unkräuter ankämpfen und die Nutzpflanzen kriegen ein Problem. Bei uns ist es Gott sei Dank genau andersrum. Aber das heißt Gott sei Dank, ich meine, das sind ja auch, die müssen ja auch irgendwie Produkte, landwirtschaftliche Produkte produzieren und überleben. Wir sehen also, da geht eine Schere irgendwie auf, aber da sind wir noch nicht an dem Punkt. So eine Erhöhung des CO2-Gehaltes führt also zu einer Ertragszunahme, die bei den C3-Pflanzen rund 30% oder auch mehr betragen kann und C4-Pflanzen nur etwa 10%. Die profitieren auch noch, aber eben viel weniger und dann nachher eben dann nicht mehr. Ja, aus der prognostizierten Zunahme bei der Photosyntheserate mit zunehmendem CO2-Gehalt der Atmosphäre werden also bei etwa 500, da ist das, CO2, die C3-Pflanzen einen Vorteil gegenüber den C4-Pflanzen erreicht haben. Das ist genau das, was ich vorhin schon so mal angedeutet habe. Das steht hier jetzt nochmal ausdrücklich aufgelistet. Gut, jetzt kann man ja sagen, wenn das Klima sich ändert, egal
ob durch den Menschen jetzt mal, ich gehe jetzt mal so frei und sage, selbst wenn es durch den Menschen geändert würde, was ich aber, wie Sie wissen, sehr stark in Zweifel ziehe, aber wenn es durch die Natur weiter die Temperatur hochginge, das heißt also Sonnenaktivität, ich komme später mal auf dieses Thema in einem anderen Vortrag dann auf dieses Thema zurück, was steckt nun wirklich hinter Temperaturerhöhung, wenn es nicht das CO2 ist? Ganz natürliche Dinge, wie zum Beispiel die Sonnenaktivität. Wenn das jetzt theoretisch weiterginge und die eben erwähnte Eiszeit jetzt noch nicht käme, sondern vielleicht 100 Jahre später, dann würde ja die Temperatur auch zunehmen. Aber natürlich nicht durch den Menschen, nicht durch das CO2. Ja, dann müssen wir uns natürlich anpassen, wie ich vorhin schon sagte. So, der Mensch hat seine Anpassungsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt. Ne, egal in welche Temperaturrichtung. Wird es kälter, kann der Mensch mit umgehen. Wird es wärmer, kann der Mensch auch mit umgehen. Immerhin hat der Mensch in seiner Evolution die letzte Eiszeit schon überlebt. Und zwar nicht schlecht überlebt. Allerdings, umgekehrt muss man sagen, wenn man die Geschichte sich anschaut, hat in den Zeiten, wo es wärmer war, die Kulturen haben davon profitiert. Also immer wenn es wärmer wurde, haben sich Kulturen positiv entwickelt. Wenn es kälter wurde, gab es Völkerwanderung. Das haben also Leute schon untersucht, die gar keine Klimatologen sind. Historiker haben das so eine Übereinstimmung gefunden. Die Menschen machen sich auf den Weg, wenn es kälter wird, so ähnlich wie die Zugvögel ja auch. Wenn bei uns der Winter kommt, dann gehen die nach Süden. Also solche Belege gibt es auch in dem Wanderungsverhalten oder in den Bewegungen des Menschen eben zum günstigeren Klima hin. So, unter anderem lag die Nordgrenze des Weinanbaus zur Zeit Christi in Mittelengland. Heute kann man in England, wie Sie wissen, keinen Wein anbauen. Das gibt das Klima gar nicht her. Und schiebt sich also, wenn wir so mal eine wärmere Phase haben, wie zur Zeit Christi, wo es wärmer war, deutlich wärmer war als jetzt, dann schiebt sich die Weingrenze hoch und der Mensch passt sich an, der baut dann auch in England Wein an, beispielsweise. Oder, auch ein interessanter Punkt, den ich mir herausgegriffen habe, im Mittelalter wurde der Hopfen in Sachsen bis Olbernhau, ich kenne das zwar nicht, aber im Erzgebirge soll das sein, wurde angebaut. Auch heute ist da ein Hopfenanbau nicht mehr möglich. Eben, weil sich das Klima geändert hat, natürlich geändert hat, nicht vom Menschen. Das wissen wir, ist ganz klar. Ne? Im Mittelalter war da nichts mit CO2. Aber diese natürlichen Änderungen, da hat eben die Natur und auch der Mensch darauf zwangsweise reagiert. Manchmal positiv, manchmal negativ. Ja, jetzt komme ich mal zu den Extrema von Anpassungseffekten. Vorbilder für die notwendigerweise, sage ich mal, angepassten Überlebensbedingungen in der Kälte des hohen Nordens, also Island, Grönland oder Sibirien, wie Sie wollen, und andererseits Effektivität des agrarischen Landbaus im mediterranen Warmklima der Subtropen. Und in beiden Bereichen können Menschen zufrieden leben. Hier sehen wir mal so ein paar Eindrücke hier von Island und Grönland. Da lebt man natürlich nicht von Pflanzen, sondern überwiegend von Fisch oder Produkten, die das Meer anbietet. Aber es geht, es gibt keine Einschränkungen, im Gegenteil. Ich glaube, die Eskimos sind sogar gesünder als wir, weil die sehr viel Fisch essen. Sagen manche jedenfalls, behaupten das, dass es im Endeffekt einen positiven Effekt hat. Zumindest wenn man nicht die Tiere, die essen ja auch die Tiere, die da rumlaufen, also auf tierische Fette verzichten würde. Und ja, also Fische, okay, das ist ja eine andere Sache, wir sind ja diese typischen Fleischesser, Schweine und Rinder, die bei uns ja auf den Markt kommen. Offenbar funktioniert also viel besser im hohen Norden, wo diese Tiere ja nicht zur Verfügung stehen, die dann eingeführt werden müssten. Inzwischen wird das auch. Na gut, durch die Globalisierung kommt das, also gleichen wir uns immer mehr an, ne? In alle möglichen Richtungen. Auf der anderen Seite hier, das sind, wenn ich das richtig sehe, Dattelpalmen, die da auf der Palme da wachsen. Also mediterranes Klima, das ist ungefähr, bei uns haben wir im Schnitt in Leipzig oder in Berlin etwa 10 Grad Jahresdurchschnittstemperatur, 9 bis 10 Grad. Und im Mittelmeer schwankt das von westlichen Mittelmeer bis zum östlichen Mittelmeer, liegt die Bandbreite zwischen 16 und 20 Grad. Man kann also sagen, doppelt so hoch die Temperatur. Im Jahresmittel, da ist der Winter schon mit drin. Und dann machen sich viele Leute, an der Stelle fällt immer ein, da machen sich viele Leute Gedanken um eine 2 Grad oder 6 Grad Erhöhung bei uns in Deutschland. Müssen wir CO2 einsparen, damit es nicht mehr als 2 Grad wärmer wird. Und im Mittelmeer, wir fahren ja alle ins Mittelmeer, ne? Da haben wir eben 10 Grad mehr. Und es scheint ja sehr beliebt zu sein, sonst würden wir nicht alle dahin fahren. Jetzt muss man mal in Relation setzen, was da eigentlich abläuft mit der 2-Grad-Begrenzung, was das eigentlich bedeutet. Natürlich, wenn diese 2-Grad-Begrenzung, muss ich dazu sagen, auch in Athen
oder auch in Israel auch käme, dann wäre das für die natürlich auch schlecht. 6 Grad obendrauf, das wird dann schon schwer. Wir haben die Verhältnisse wie in der Sahara. Das ist schon klar, das muss man so sehen. Aber wir haben ja in Deutschland die Vorreiterrolle in der Politik übernommen. Wir wollen ja CO2 in der Welt zeigen, dass man es einsparen kann. Und die Frage ist, wenn wir es jetzt nicht tun und es würde 2 Grad wärmer, dann liegen wir immer noch weit unter dem Mittelmeerklima. Ja, das hören natürlich die Klimawandler nicht so gerne. Ja, Anpassung, wir sind immer noch bei Anpassung. So, ein weiteres Beispiel. Der boreale Nadelwald und der tropische Regenwald. 2 ganz unterschiedliche Welten und beide funktionieren. Der eine, der boreale Nadelwald in der eisigen Kälte und der andere, tropische Regenwald, in einer sehr warmen Klimaumgebung. Sie sehen schon allein, ich habe versucht, die Bilder so auszuwählen, dass durch die Schärfe des linken Bildes, der boreale Nadelwald, da ist es eben kalt, da sind noch die Bilder gestochen scharf. Und das rechte, ja, da ist Dunstglocke angesagt. Da ist hohe Verdunstung und da können Sie gar kein richtiges Foto schießen vom tropischen Regenwald. Na, wenn Sie Glück haben, vielleicht schon am späten Abend, aber früh morgens ist das schon sehr schwierig. Also auch 2 ganz unterschiedliche Baumbestände, eine ganz unterschiedliche Flora, die sich entwickelt hat, angepasst eben an die jeweiligen Bedingungen. Da liegen auch 30 Grad dazwischen ungefähr unter Umständen. Also wenn ich die Jahreszeit mal berücksichtige, im Jahresmittel etwas weniger, aber also ein Riesenunterschied. Und beides funktioniert, weil die Natur sich einfach so angepasst hat. Ja, man muss schließlich sagen, die gesamte Evolution ist eigentlich dominiert von einer ständigen Anpassung, von Anpassungsprozessen. Die Evolution, die wir alle durchgemacht haben, die ganze Natur um uns herum, hat immer nur bestanden aus Anpassungseffekten. Irgendwas verändert sich und der Mensch oder die Tiere müssen sich daran anpassen. Das war schon immer so. Insbesondere hier natürlich auch die Klimabedingungen. Es gibt natürlich andere Faktoren, die da mit einer Rolle spielen bei der Evolution, aber vor allem mir geht es hier um die Klimabedingungen. So, beobachtete Folgen sind Habitaterweiterungen oder auch Habitatverlagerungen. Das heißt, die Pflanzengruppe oder Tiergruppe verlagert dann eben irgendwie überhaupt Verbreitungsgebiet. Auch das ist möglich. Und da wird also, das kann es sein, dass auch Pflanzen aussterben oder Tiere. Das wurde immer wieder behauptet. Das gibt's auch, das will ich nicht abstreiten. Aber letztendlich sucht man, wenn es lang genug dauert, versucht die Natur sich ja wieder anzupassen. Dann nimmt man eben einen anderen Lebensraum, wenn es möglich ist. Ja, Fazit, eigentlich in der belebten Natur gibt es systemimmanent mehr oder weniger langsam ablaufende Anpassungsprozesse. So, und das Entscheidende ist jetzt mehr oder weniger langsam ablaufende. Wenn das sehr schnell geht, die Umstellung, dann kommt die Natur da, sage ich mal, nicht mit. Dann bleibt es auf der Strecke und es könnten Arten aussterben. Läuft es aber wie in der geologischen Vergangenheit langsam ab oder bei uns hier 6 Grad bis zum Jahre 2100 und dann hat man gesagt, wäre die Erwärmung ja nicht mehr so groß, offenbar, dann sind das auch noch relativ langsam ablaufende Prozesse, in denen man sich noch anpassen könnte, wenn es dann so käme. Aber Sie wissen ja, dass was anderes noch im Raum steht, eine Abkühlung oder zumindest ein Gleichbleiben. Und egal, ob es jetzt durch CO2, was eigentlich nicht ist, oder durch andere, durch natürliche Ursachen, es könnte wärmer werden, es kann auch kälter werden. Keiner kann in die Zukunft schauen. Man kann eben auch diese Modelle, die 100 Jahre voraus berechnen, sind eigentlich, die scharfen Kritiker sagen, man könnte auch eine Glaskugel nehmen statt eines Computers und dann ebenfalls solche Prognosen anstellen. So, aber auch der Mensch kann natürlich, wenn er es weiß, sich gezielt anpassen. Wenn es langsam abläuft, kann er auch selbst seine Lebensumstände verändern, wie zum Beispiel den Völkerwanderungen, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo man einfach sagt, okay, das ist uns hier zu kalt, wir gehen irgendwo anders hin, wo es wärmer ist. Solche Völkerwanderungen sind ja, wie ich sagte, auch belegt und korreliert. Dann habe ich mal im Spiegel, das ist ein paar Jahre her, ich glaube 5 Jahre her, einen Bericht gefunden über das Aussterben einiger Spezies infolge des Klimawandels. Und die dann nicht anpassungsfähig sein könnten, die würden dann aussterben. Und da habe ich also selber dann dem Spiegel mal geantwortet, wortwörtlich, nicht anpassungsfähige Lebewesen oder besser gesagt Lebewesen mit etwas längerer Anpassungszeit, also wo der Zyklus etwas länger braucht, werden ihr regionales Verbreitungsgebiet in andere Zonen der Erde mit geeigneter Klimagunst verlegen, was wir vorhin ja auch schon gesagt hatten. Nur das war dem Spiegel offenbar nicht bekannt, deswegen muss ich mal darauf hinweisen, damit auch da mal so ein bisschen darüber nachgedacht wird. So, und dann kann man auch sagen,
die Klimagunst zu verlagern. Irgendwie ist ein Wissen in Anführungszeichen da oder ein Erfahrungswissen, dass man darauf auf verändernde Bedingungen die Natur von selbst heraus, von innen heraus darauf antwortet. Nicht immer muss der Mensch also da eingreifen. Wenn dieser Klimawandel, wie gesagt, langsam abläuft. Und zum Wort zum Klimawandel muss ich ja noch eine kleine Bemerkung machen. Also erst kommt noch mehr, solche Prozesse gab es im Laufe der Erdgeschichte schon vielmals. Das ist ja die ganze Evolution, wie ich vorhin sagte. Und dann habe ich aber noch, konnte ich mich verkneifen, das Wort Klimawandel nochmal zu näher zu betrachten, falls überhaupt es einen Klimawandel gibt, einen anthropogenen Klimawandel, wohlgemerkt. Das wird ja nun von immer mehr Kritikern und auch von mir deutlich bestritten. Also immer nur unter der Voraussetzung, es gäbe ihn, auch dann ist die Anpassung immer noch möglich, wenn sie langsam abläuft. So, und jetzt haben wir sehr viel über CO2 gesprochen. Es wird auch immer wieder das Methan mal erwähnt. Und da möchte ich noch ganz zum Schluss hier mal ganz kurz drauf eingehen. Weil das Methan kann man eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wird immer gesagt, gut, Hauptverursacher des Klimawandels wäre das CO2. Und dann an nächster Stelle kommt Methan, das CH4. Habe ich auch immer geglaubt, dass das so wäre, bis dann neue Untersuchungen was Interessantes gezeigt haben. So, erstmal hier aus der Chemie, ne, wer es nicht kennt. Ich habe mal hier eine holländische, weil mir das Holländische so interessiert und sie so schön finde. Elektron van Waterstoff. Und das Elektron, das blaue ist das Elektron von Kohlenstoff. Ich finde das sehr schön, diese Sprache, das Dänische, das hat was sehr Schönes an sich. So, Reisanbau, wo kommt das Methan her? Reisanbau, Rinderhaltung, Tierzucht, auch der Mensch gibt Methan ab. Es lohnt sich nicht, das aufzufangen. Es wäre etwas merkwürdig, würde das aussehen, das ist auch zu wenig. Dann die Verbrennung von, Sie wissen, was ich meine, dann die Verbrennung von Biomasse erzeugt auch Methan. Und dann nicht zu vergessen Undichtigkeiten von Gasleitungen. Das ist ein ganz erheblicher Faktor. Es gibt lange Gasleitungen durch Sibirien, durch Kontinente, wo man nachgewiesen hat, ja, werden die überhaupt gewartet, diese Leitungen? Und strömt da irgendwo vielleicht an einem Flansch oder so Methan aus? Das ist tatsächlich so. Hat man total unterschätzt. Es geht, kommt also, was man reinsteckt auf der einen Seite, kommt an der anderen Seite gar nicht an. Da haben die Russen erstmal gedacht, Mensch, da zapft einer unsere Quellen an. Naja, und das Methan geht verloren, das müssen wir mal aufspüren. Dann sind die lang gefahren und haben gemerkt, verdammt, unsere Leitung ist undicht. Ja, so kann man sich täuschen. Aber das sind auch Mengen, die tatsächlich in die Atmosphäre abgegeben werden. Und deswegen fordern die Klimaschützer, den Fleischverbrauch drastisch zu senken. Das dezimiert wiederum die Tierzucht und damit die CH4, also die Methanemissionen. Und reduziert gleichzeitig den Sojaanbau in Brasilien, ne? Weil da soll ja der tropische Regenwald durch Soja ersetzt werden. Die Frage ist nur, das ist alles richtig. Also Sojaanbau muss nicht unbedingt sein, sage ich auch. Nur wenn sich mal die Menschen dort anschauen, als Geograf schaut man ja nicht nur die Natur an, sondern auch den Menschen an. Ja, die Menschen, die dort wohnen, die dort leben müssen, die können von dem tropischen Regenwald schlecht leben. Aber von dem Sojaanbau, das bringt was, da können die jetzt von leben. Das hat alles also immer ich will das jetzt nicht hier beschönigen, aber man muss immer sehen, die Kehrseite der Medaille. Es gibt die eine Seite und die andere Seite, wenn man sie rumdreht. Andererseits ist das für den Regenwald natürlich schlimm, aber andererseits ist es für die Menschen dann eben schlimm, wenn die kein Soja mehr anbauen könnten, wovon sie leben zurzeit. Ja, ist jetzt Methan ein Treibhausgas, ist die Frage. Und da hat man was Tolles gefunden vor kurzem. CO2 wird in der Atmosphäre durch das reichlich vorhandene Hydroxylradikal, dieses OH-Ion sozusagen, angegriffen und abgebaut. Dabei handelt es sich also um eine aggressive Verbindung eines Sauerstoffs mit einem Wasserstoffatom, also hier dieses OH, die ein CH4-Molekül oxidieren kann. Es wird also abgebaut. Das wusste man lange noch nicht, dass das Methan nicht einfach bleibt. Und es hat zwar eine gewisse Aufenthaltsdauer in der Atmosphäre, man muss sagen, wo bleibt das eigentlich, das Methan? Da hat man gemerkt, das wird ja abgebaut. Die Natur baut das selber, da hat da kein Mensch gar nichts zu machen. Das Ergebnis ist dann allerdings CO2 und H2O. Wobei, wenn ich das CO2 hier als klimaunschädlich einstufe, interessiert uns das Methan eigentlich auch nicht mehr so richtig. Und das Wasser sowieso nicht. So, dann gibt es die sogenannte Waschmaschine der Atmosphäre, das ist genau dieser Effekt, den man so nennt. Die Waschmaschine ist also rausgewaschen, das CH4. Und man beachte, deswegen schreibe ich es mal hin, die CH4-Konzentration liegt bei 320 bis 790 nicht ppm, sondern ppb. Das ist ein Faktor 1000 geringer. Klar, wussten wir glaube ich auch schon, dass Methan weniger in der Atmosphäre ist als CO2. Und es wird abgebaut, so eine Art Gleichgewichtszustand wird offenbar, ich weiß noch gar nicht so genau,
Das ist alles noch gar nicht so alt. Ein Gleichgewichtszustand wird offenbar gehalten, sodass sich das Methan gar nicht anreichern kann. Wahrscheinlich. Abgeschlossen sind diese Forschungen nicht, aber der Prozess ist nachgewiesen. Diese Waschmaschine existiert. Die Frage ist nur, wenn wir immer mehr Methan durch die undichten Leitungen zum Beispiel in die Atmosphäre geben, ob dieser Gleichgewichtsprozess hinterherläuft oder dann sagt, das schaffe ich nicht mehr. Sie nur sagt, so viel, Ionen gibt es nicht. Also irgendwo ist dann vielleicht eine Sättigungsgrenze. Aber das ist alles noch so neu, das kann man noch gar nicht so richtig absehen, was das für Konsequenzen haben wird. Jedenfalls glaubt man zurzeit, dass das Methan, ein einziges Molekül, wenn man es betrachtet, ungefähr 10 Jahre in der Atmosphäre bleibt und dann irgendwo verschwunden ist, hat man früher gemerkt. Wo die CH4-Senke ist, war nicht bekannt. Jetzt weiß man, es wird abgebaut. So, dann kommt allerdings ein Satz noch hinzu hier. CH4 löst sich kaum in Wasser. Im Gegensatz zu CO2, das sich in Wasser gut auflösen kann. Ne? Wie man ja leicht sieht, das löst sich sehr gut aus. Man kann es auch wieder austreiben und auch wieder reinholen. Beim CH4 ist das anders, das ist klar. Aber es gibt trotzdem dieses sogenannte Henry-Gesetz vom Löslichkeitsverhalten von Gasen in Flüssigkeit. Es kann sich also lösen, aber es löst sich wesentlich schlechter. Ja, und auch das Methan ist ähnlich wie beim Kohlendioxid, ist abhängig vom Breitengrad und abhängig natürlich hier von Jahr zu Jahr, also von einem Jahr zum anderen, wie wir es vorhin gesehen haben, beim CO2, das immer im Laufe eines Jahres immer zwar höher steigt, aber immer in Zyklen höher steigt, macht das Methan das auch. Das heißt, irgendwo unterliegt es also auch einem Prozess, wo Methan dann mal mehr aufgenommen wird und also die Methansenke funktioniert. Und dann aber auch wieder mehr Methan zur Verfügung steht. Da ist man aber noch dabei, das zu klären, wie das im Einzelnen abläuft, ist noch nicht richtig klar. Vor allen Dingen weiß man, dass auf der Nordhalbkugel, das beim CO2 natürlich mit der Biomasse zusammenhängt. Auf der Nordhalbkugel, die ist ja wesentlich, hat eine größere Landmasse, hat mehr Biomasse deswegen. Und da sind die Zyklen hier oben da im roten Bereich jetzt beim CO2 ausgeprägter. Und auf der Südhalbkugel ist das weniger ausgeprägt. Beim Methan ist das nicht so. Ja, wir sehen, da sind die Zyklen zwar etwas größer, auf der Nordhalbkugel hier unten ist ja diese Skala, wie Sie sehen können, bis 60 Grad, 30, 0 ist der Äquator und hier geht es nach Süden, nach 90 Grad, da haben wir diese Zyklen immer noch. Also mit der Biosphäre hat das nichts zu tun. Sonst würde also die wesentlich geringere Biomasse auf der Südhalbkugel sich ja auch so durchschlagend zeigen, das tut es aber nicht. Also das so ganz genau weiß man nicht, aber alles muss man auch nicht wissen. Kommt nach und nach. So, jetzt sozusagen komme ich zu einer kleinen Zusammenfassung. Ja, so eine Art Marktstrategie hat jemand mal hier formuliert. Das Thema des Global Warmings mit all seinen Verbindungen zur Politik und Wirtschaft dürfte zu den genialsten, gleichsam perfidesten Marktstrategien gehören. Warum das genial ist, werde ich noch später in meinem späteren Vortrag mal über die Politik zeigen, wie sehr die Politik davon profitiert. Deswegen eine geniale Idee, sie geht leider zulasten des Bürgers und ist völlig aus der Luft gegriffen, es steckt ja nichts dahinter. Aber deswegen perfide Marketingstrategie. So, dann hat er weiterhin geschrieben, ich komme gleich dazu, wer es war hier. Es ist den Spin-Doctors gelungen, einen Tsunami zu generieren, der alle Gesellschaftsbereiche überspült. Das heißt, dieser Global Warming, dieses CO2, das trifft überall hin. Das ist sogar die Bahn, wie ich vorhin eingangs ja sagte, hat sich das rangezogen an Land, gesagt, der Treibhauseffekt ist schuld, dass unsere Klimaanlagen versagen. Sogar die holen sich das her. Also alles Mögliche muss dafür hinhalten und merken gar nicht, dass wir uns das auch gar nicht eigentlich so verblöden lassen können. Aber es wird versucht. Ne? Wer nichts weiß, der muss alles glauben, sage ich immer. Es bleibt also kein Bereich wirklich ausgespart. Überall in alle Bereiche greift dieser Klimawandel, der vom Menschen gemachte Klimawandel, eigentlich offenbar ein. Jedenfalls wird es dazu gemacht. Ja, dann hat man mal in einer Zeitung hier, das sieht so aus nach der Bild-Zeitung, ich weiß nicht, das soll man jetzt nicht behaupten, der Klimawandel lässt schottische Schafe schrumpfen. Das waren Forscher jetzt, es sagt ja, das findet ja nicht eine Zeitung, das holen die sich ja von Forschern.
Sagen also, Londoner Forscher haben hier herausgefunden, dass die Beobachtung widerspricht sozusagen klassischen Evolutionstheorie. Also die Schafe werden nicht größer eigentlich, sondern sie seien, also die weiblichen Schafe, seien in den vergangenen 24 Jahren fast 5% kleiner geworden. 5% kleiner geworden. Ja, das kann ja sein, das haben die ja gemessen. Aber dass das mit dem Klimawandel, mit der steigenden Temperatur zusammenhängt, das ist an Haaren herbeigezogen. Genauso gut könnte ich was anderes behaupten, ne? Dass zum Beispiel die Piraterie abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Wenngleich sie jetzt, wie wir alle wissen, ja wieder irgendwo aufgeblüht ist, aber im Mittelalter war es ja ganz anders. Sie ist zurückgegangen, das muss dann auch am Klimawandel liegen. Es gibt so eine Kurve, die behauptet so etwas. Also es ist wirklich ganz schlimm. Ja, jetzt ist die Frage, was schrumpft hier eigentlich? Vielleicht schrumpft das menschliche Gehirn? Dass wir auf solche Ideen überhaupt kommen und dafür hält Wissenschaft hier hin. Ne? Irgendwann haben die Wissenschaft gefunden. Ich glaube aber nicht, dass die sich geäußert haben, womit das zusammenhängt. Das weiß ich nicht so genau. Wenn sie das getan haben, ist das natürlich schlimm. Ja, jetzt kommt eine Realität, auch wenn sie witzig aussieht. Um die Freisetzung von Methan aus dem Verdauungstrakt zu verringern, hatten neuseeländische Regierung 2003 sogar versucht, Rinder und Schafe mit einer Methangassteuer zu belegen. Das ist so ähnlich wie mit der CO2-Steuer. Das ändert natürlich nichts an Methanausscheidungen. Im Gegenteil, die bleiben, es bringt nur Geld in die Kasse. Was mit dem Geld kann man dann andere Löcher zustopfen. Aber immerhin, die Idee ist schon da und irgendwann kommt sie vielleicht nochmal bei uns mit der, die CO2-Steuer ist ja schon in den Schubladen unserer Politiker. Ja, und jetzt wird es noch doller. Da haben die Bauern protestiert in Neuseeland. Und dann wurde von der Blähungssteuer wieder abgesehen. Dafür wollten nun Zürcher Forscher Rindern und Schafen die Blähungen abgewöhnen. Ihr seht also, das ist ein Thema, ja woran liegt das eigentlich, dass das überall in alles eingreift? Das liegt natürlich daran, wie auch bei uns in Deutschland, es gibt Forschungsgelder. Und deswegen machen diese Forscher das. Wenn ich irgendwas forsche, brauche ich Gelder dazu. Wenn ich es nicht bezahlen kann, muss ich Fördermittel beantragen irgendwo, beim Ministerium oder im Bundesland irgendwo. Ja, diese Fördergelder kriege ich aber ganz leicht, und das ist ja schon passiert, wenn ich irgendwo im Titel auftauchen lasse, dass die Temperaturerhöhung, wie immer sie auch zustande gekommen sein mag, und wenn ich dann das Wort noch Klimawandel irgendwo erwähne, dann glauben Sie gar nicht, wie schnell viele Kollegen Fördergelder bekommen hat. Das schönste Beispiel, das ich mal erwähnt habe, war das mit den Wattwürmern in der Nordsee. Das habe ich schon mal ein paar Mal erwähnt hier, ich glaube hier auch schon mal, dass einer in seinem Antrag reingeschrieben hatte, untersucht das Verhalten der Wattwürmer im Watt unter sich ändernden Temperaturbedingungen. In Klammern, Klimawandel. Ja? Und dann, das wurde genehmigt. Unter diesem Titel läuft so ein Projekt und die armen Wattwürmer, die sich dann nun irgendwie ändern oder auch nicht ändern, dafür wurde jetzt Geld bereitgestellt, weil sie ja zum Klimawandel irgendwie vielleicht über ein paar Ecken rum passen könnten. So sieht das aus. Also es geht eigentlich immer nur um das Geld. Und jetzt möchte ich die Frage beantworten, die wir anfangs gestellt hatten. Welchen Einfluss hat Kohlendioxid auf Flora und Fauna? Ich kann nur sagen, Kohlendioxid ist lebenswichtig für Flora und Fauna. Wenn das Kohlendioxid weniger würde, ich habe es schon mal gesagt, dann sähe das eng aus, vor allen Dingen für die Flora. Und damit hat es auch Wirkung auf die Fauna. Deswegen ist es ein lebenswichtiges Gas, was wir brauchen und ist alles andere als toxisch oder schädlich. Es sei denn, sie wollen damit ganz große Mengen irgendwie freisetzen, was man dann da drin ersticken müsste im Kohlendioxid. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.